So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu Foundry. Wir sind wieder da. Ich habe die Dinger hier vorgebaut. 23, ich hoffe, die reichen. Wenn nicht... Oh, dann müssen wir sie... Lass mich raten, ich habe alle falsch rumgesetzt, ja. Dann müssen wir sie nochmal neu bauen. Das ist natürlich doof. Also da hätte ich echt gern, dass die irgendwie einen Automatismus hätten. Oder dass man die nach dem Setzen tauschen kann. So, der muss mindestens 3 hoch. Der muss... Nee. Du musst... Obwohl, warte mal. Können wir auch so machen, oder? Wir gucken mal. Wir machen es bei einem mal experimentell. Wir machen den hier hin. Jetzt kommen nämlich 4 übereinander. Oh. So. Die kommen daran. Oh, ich könnte die noch einen nach hinten setzen. Aber will ich eigentlich gar nicht. Ich fand das gar nicht schlecht, wie wir das hier das letzte Mal gelöst hatten, mit dem Rumgehen. Sieht ein bisschen kompakter aus. Wunderbärchen. Ran. Oh, kommen wir da nicht durch? Oh. Ja, dann halt so. Wäre cool, wenn du mitmachst und den richtigen setzt. Okay, ich glaube, der ist falsch. Oh. Aber dann ist das nicht ganz so ausufernd von den Ausmaßen her. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Zwar ein bisschen aufwendiger hier. Aber hat ja keine Nachteile. Außer, dass mehr zwischengepuffert wird sogar. Okay. Gefällt mir. Hat was. Das natürlich nicht. Hallo? Ich lösche und ich wähle was anderes aus und das ist ein Befehl für ihn, dass er dann was baut. Ist einfach krank. Also wer das UI entwickelt hat, da ist ein fetter Bug drin. Okay, aber wir wissen jetzt, wir können es so bauen. Das ist sehr gut. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins. Eins, zwei. Eins. Und Ronny Randa. Da kriegen wir doch hin. Randa. Lass mich Randa. Okay, hier können wir gleich mitdenken diesmal. So. Okay.
Das gleiche nochmal hier. Das reicht sogar nicht. So, alles klar. Und den noch. Okay. Das heißt, 4 verschiedene Ressourcen können wir jetzt da reingeben. Das funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch die hier anbinden und das geht auf der Höhe. Und das die Mitte. Yep. Nummer 1. Ich kann das so machen, nicht? Das macht die Sache einfacher, glaube ich. Weil ich dann nur noch seitlich ziehen muss. Genau. Sehr gut. Und dann haben wir es angebunden. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch die 4 Ressourcen hier reinliefern, die wir für die Baudrohnen brauchen. Wir können erstmal das hier wieder rückbauen. Sagen wir, das kann wieder weg. Das Gute ist, der Strom kommt hier an. Dann würde ich auch sagen, dann bauen wir einfach unseren Stromkasten hier hin. Die machen wir dahin. Und dazwischen muss mindestens ein Ding ziehen. Und dann haben wir da zumindest Strom. Wir haben hier keinen seitlichen Aufgang, falls ich runterfalle, nicht? Da komme ich aber nicht ran wegen den Dingern. Was schlecht. Okay, ich baue mir eine Notfallleiter einfach. So. Muss erstmal reichen. Wir können einstellen, wir wollen Baudrohnen. Wo sind die? Da. Oder Wartungsdrohnen. So, alle Wartungsdrohnen sind ausgerichtet. Dann brauchen wir noch Ausgänge zum Speichern wieder. Nicht, es wiederholt sich jetzt immer wieder. Das ist so, ja, semi-gut vielleicht. Wie viel kommen denn da raus? Wenn da auch so 30 auf einmal rauskommen. Eine, nicht? Bei den anderen stand dann 320 dahinter. 320 mal. Hier steht eine wahrscheinlich. Okay. Das heißt, dann können wir das auch hier locker zusammenfassen. Müssen wir nämlich nicht großartig Oh.
So. Und dann kann das hier ins Lager laufen. Wo ist mein Lager? Lager hier, Lager dort, Lager überall. Oh ne, eins weiter nach hinten wäre cool. Machen wir zwei draus. Oh, und dann gehen wir sauber daran. So, das heißt, wir hätten auch ein Pufferlager. Super. Die halbe Miete ist getan. Die andere halbe Miete kommt von da hinten. Wir brauchen... Ja, das wird jetzt ein bisschen lustig. Natürlich war ich in die einzige Lücke, die es zwischen beiden gibt. Klar. Aber hier gibt es zum Glück einen Aufgang. Einmal müssen wir hier hinten abgehen. So, machen wir erstmal die Leiterplatten ran. Ich guck nochmal. Warum er da jetzt einfach runtergefallen ist, erschließe ich mir nicht. Ich habe gestanden, ich habe ins Menü geguckt, er fällt runter. Also, manchmal hat er einfach so Seifenfüße. So, jetzt nochmal. Baudrohnen. Leiterplatten. Okay, passt. Jetzt brauchen wir Energiezellen. Die sind auch da hinten. Das wird nur ein bisschen tricky, weil die müssen über alles rüber. Oder wir müssen unten drunter. Weil ich glaube, hier ist genau noch eine Ebene zwischen. Wir müssen auf der Höhe rauskommen. Wir müssen ein hoch. Meine Maus ist das. Die dreht sich. Ich habe eigentlich so einen Kabelhalter, aber ich glaube, das Kabel. Ja, der stand nicht ganz richtig. Deswegen, der hat immer die Maus zur linken Seite weggezogen. Das ist. Ich sag ja, wenn hier alles schwitzig ist im Sommer, dann rutschen die Sachen und dann reicht so ein Millimeter, dass das Kabel dann immer so die Maus so wegzieht und dann haut der Charakter gleich ab. Ich habe sehr hohe DPI. Was könnte mit das Problem sein? Okay. Ah, Mann, Baumodus. Geh doch einfach. Kann man den Baumodus umstellen, dass der andere Default ist oder so? Text zu Sprache, Gameplay, Kopfwippen, Chat erlauben. Geländeblock, Zerstörungstempo, automatische Ladeeinrastung, Einstellung für Kopieren, Einfügen ohne Tablet, Mausumkehr, Desync Debugging, nee. Das wäre echt cool. Baumodus frei ist einfach viel sinnvoller. Okay. Dann gehen wir da einen hoch. Und jetzt müssen wir auf ja, eigentlich auf der Höhe am besten. So. Da ranlaufen. So. Haben wir das zweite von vieren. Jetzt müssen wir da hinten ran. Oh, die bauen immer noch Baumaterial. Wo läuft das Zeug hin? Alter, das rattert ja nur so weg. Uff. Dass die immer noch bauen. Wir haben 40 Minuten Folgen und eigentlich ist der Turm da hinten schon seit Stunden befüllt. Na gut, seit 40 Minuten. Und die bauen immer noch das Baumaterial nach, was weggefetzt wurde. Die arbeiten noch. Der da hinten ist fertig. Die arbeiten noch. Ja, okay, an der letzten Charge. Okay, was brauchen die Baudrohnen noch? Elektronische Komponenten.
Das wäre hier nochmal. Die sind auch auf der richtigen Seite. Okay, müssten wir hier vielleicht so abgehen. Einrastmodus. Nicht hinten runterfallen, ganz wichtig. Einmal hoch. Wir müssen eh nochmal hoch. Ich hänge. Oh. Ach so, jetzt wieder. Ah, oh Mann, dass der immer den Baumodus umspringt. Wenn das wenigstens für eine Sitzung wäre oder für eine Bauphase. Irgendwie. Das macht einen schon irgendwie fertig. Oh, habe ich den jetzt ganz oben durch die zwei? Anscheinend. Umso besser. Dann fehlen jetzt nur noch die fortgeschrittenen Maschinenteile. Ist das auf einer Höhe? Ich sehe das nicht. Ich hoffe. Nein. Ach, zum Glück, hier komme ich durch. Ja. Okay. Endlich mal was getroffen. Dann können wir vielleicht von hier oben das bauen. Komme ich da ran? Jetzt ist der andere Baumodus vielleicht besser. Ja. Ja. Okay. Dann gehen wir bis irgendwo hier vielleicht. Da sind, warte mal, nee, die Maschinenteile kommen da hinten an. Oder? Nee, hier. Ja, hier. Okay, dann müssen wir da abgehen und irgendwie hier rankommen noch. Ah, das ist natürlich blöd. Shit, ich kann das jetzt auch nicht mehr tauschen so einfach. Weil es wäre besser, wenn die runtergehen und die anderen natürlich drüber. Aber die sind jetzt oben schon drin. Und haben sich schon befüllt, nicht? Das heißt, wir müssen die rausnehmen. Dass die da wegfließen. Oh, das waren aber die letzten. Dann müssen wir die Seiten jeweils leer kriegen. Achso, aber 15 können wir drin lassen. Nicht Rezept ändern. Oh Mann, nicht. Wo war jetzt die Baudrohne? Da. Alles lagern. Alles lagern. Nee, noch nicht ganz leer. Oh Mann! Also die Bedienung ist echt manchmal unter aller Sau. Da reicht so ein Millimeter daneben zu klicken. Gerade wenn man aus dem Winkeln auf diese Bildschirme guckt, ist halt total dämlich, dass die Bildschirme da sind, wo auch die Anschlüsse sind. Also, warum ist das denn nicht eins höher? Irgendwie.
Manchmal ist es nicht zu Ende gedacht gefühlt. So wie meine Wege nicht zu Ende gedacht sind. Bin gespannt, ob die noch so ein großes Revoke machen. Die bauen immer noch. Du Scheiße. Und irgendwann alles nochmal komplett ändern, so. Kann gut sein, kann aber auch ein Spiel nicht gut tun, nicht wahr? Ah, hier kommen wir nicht durch. Das ist okay, wir können hier wieder runtergehen. Wir müssen ja nur bis dahin. Auf welcher Höhe kommen die? Auf der dritten. Ah, so tief dürfen wir gar nicht damit gehen. Wenn wir das schaffen, wäre besser, glaube ich. Ja, das geht. Kriegt das hin? Jawohl. Endlich mal was geschafft. Nichts erreicht im Leben, aber richtig gesprungen heute. Das muss doch reichen. Wunderbar. Das heißt, die fließen auch. Wir wollen hoch. Und dann kommen die ersten Baudrohnen raus. Die ersten 60 werde ich natürlich dafür benutzen. Um die Baudrohnen zu bauen. Achso, und wir sollten das hier auf Output stellen. Da ist sie. Tada! Eine haben wir. Und wie lange brauchen die für eine? 15 Sekunden. Okay. Ich glaube, damit haben wir aber alles. Was wir brauchen, oder? Auch für die, was brauchen wir für die Forschungspakete? Nee, warte, da müssen wir hier gucken. Die Firma Liedstangen, genau, die können wir dann tauschen mit dem Baudrohnen. Sofern ich das richtig verstanden habe. Okay, das heißt, uns fehlt eigentlich nur noch das Gebäude. Da brauchen wir Energiezellen, Polymerplatten. Das heißt, alles kriegen wir eigentlich hier. Das heißt, wir nehmen einfach mal Energiezellen. Haben wir Leiterplatten. Haben wir fortgeschrittene Maschinenteile. Schade, dass man hier nicht so hochklettern kann. So, haben wir 100? Haben wir Polymerplatten, haben wir hier. So, haben wir auch. Jetzt fehlen nur noch die 20 Wartungsdrohnen und die sind schon fertig. Geil. Und ich bin noch richtig gesprungen und nicht runtergefallen. Noch besser. So, das heißt, wir können die Baudrohnen bauen und der ganze Rest vom Schissel kann dann
da drüben rein. Ja, brauchen Lader. Hallo, Abrissmodus, danke. Und tada, geht auch. Und dann kriegen wir hoffentlich Firma Lead dafür. Und ich weiß nicht, ob die Baudrohnen hier hinpassen. Es wäre cool, aber ich glaube nicht. Wir bauen die einmal. Oh, die sind gar nicht so riesig. Sehr cool. Dann machen wir die auf die Höhe. Und zwar zwei hinten Abstand, zwei dort Abstand. Ah, das ist echt. Man sieht halt durch die Ecke nicht. Ich glaube so. Oder? Eins, zwei. Eins, zwei. Jawohl, beim ersten Mal. Aber die brauchen natürlich noch Strom. Das ist aber kein Thema. Weil wir haben hier Strom. Den wir ihr liefern. Und zack, sie fliegt zu unserer Baustelle. Und dann wird der Baufortschritt hoffentlich vonstatten gehen. Mal gucken, was sie da oben so treibt. Ich bin gespannt. Angriff der Killerdrohnen. Jetzt in ihrem Kino. Drei Prozent. Sehr gut. Und hier sind schon 89 Wartungsdrohnen drin. Und sobald der Turm fertig ist, können wir mit der Raumstation endlich kommunizieren und dann das umwandeln lassen. Wir liefern dem Wartungsdrohnen und kriegen dafür Firma Leadstangen. Diese Firma Leadstangen ist, glaube ich, das Einzige, was jetzt noch fehlt, um da oben das Paket hinzukriegen. Das heißt 558, ja, das sollte reichen. Von der Höhe könnte das problematisch werden. Wir müssen da oben drankommen. Und wir sehen, das wird schon hier haarig. Wir müssen hier auf jeden Fall hier rüber. Das heißt, wir kommen theoretisch hier an. Eins höher, das geht noch. Oh. So, dann drehen. Und jetzt müssen wir hoch. Die Frage ist, wie hoch? Nicht zu hoch erstmal. Auch nicht zu flach. Warte, ich geh mal hoch. Bringt so nix. Das Problem ist, die Wege sind ein bisschen zu hoch, um einen Überblick zu haben. Wir wollen erstmal unter dem Weg durch. Okay, vielleicht mit dem auf eine Höhe. Oder wir fangen eins früher an. Wir müssen nämlich eins höher als er. Ich glaube, das ist gut. Wenn wir hier anfangen, dann kommen wir da, glaube ich, hin, wo wir hinwollen. Ach, der kommt doch da raus, das Zeug. Warte. Das ist doch totaler Nonsens. Ah, Mann. Ich habe die beiden Dinger verwechselt.
Das ist ja nur der Eingang, nur der Kauf. Wir müssen ja hier raus. Oh shit, das wird ja dann viel haariger. Okay, vielleicht fange ich von oben an, das ist einfacher. So. Eigentlich müssten wir über dem Weg. Könnten wir auch ein weiter rechts ankommen? Ja, das würde genau klappen. Ja, dann gehen wir nämlich drüber. Hier an der Stelle. Ich hasse das echt. Ich weiß, Jetpack, aber ich habe keinen Bock auf Jetpack. Das ist mir einfach zu umständlich für den Gewinn. Nicht? Man muss dann ständig den Treibstoff sich irgendwo besorgen. Irgendwie ist das auch nicht geil. So. Ach. Allein wenn man die Teile wechselt, muss man ständig den Baumodus wechseln. Das ist echt. Boah. So. Ich krieg's hier nicht hingesetzt. Dann müssen wir so. Wunderbar. Wieder anderen Baumodus einstellen. Oh, ich glaube, das ist 1 zu 1 zu. Ich hoffe, das geht. Und Outtake. Oh. Das heißt, grundsätzlich würden jetzt oben alle Sachen ankommen. Oh, oh, da fehlt ein Betonblock. Habe ich einen Betonblock dabei? Ja, ich habe Beton dabei. Sieht ja nach nichts aus. Fehlt einfach Fundament. Wer hat denn das zugelassen? Statisch nicht sicher. Wir kontrollieren mal, wie weit der Turm ist. Ah, man sieht, die sind fleißig dabei. Und schwirren umher. Zu, zu, Angriff. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Also, Angriff oder Bauen, es sieht irgendwie beides gleich aus, nicht wahr? 77%. Okay, und dann brauchen wir. Zwölf Leiterplatten für Malitstangen, Energiezellen. Fertiger, nicht wahr? Okay, wie viel kann ich herstellen? 7. Dann machen wir 6. Kann ich von hier? Das dürfte zu weit sein, oder? Von hier kann ich es nicht überprüfen. Schade eigentlich. Ich meine, wenn man sich das, das hat hier Pirate Software Tor ganz gut gesagt, man ist im Jahr 3000 irgendwas und man kann solche Sachen nicht remote abrufen. Das haben ganz viele Spiele solche Logikprobleme nicht. Also zum Beispiel irgendwas funktioniert nicht. Also im Jahr 3000 würde dir keine Software mehr sagen, irgendwas funktioniert nicht. Man
könnte ruhig hoffen, dass man dann so weit ist, dass eine vernünftige Rückmeldung gegeben wird. Wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, dass Systeme ordentliche Meldungen geben, dann hätten wir gar nicht so einen fortschrittlichen Status erreicht, nicht, in der Forschung und Raumschiffe und sowas. Genauso wie hier. Ich meine, ich kann hier, weiß ich was, für Maschinen bauen und Förderbänder, die schweben. Aber ich kann nicht abrufen, in welchem Zustand die Baudrohnen, die remote arbeiten mit einem Bauschiff, wie weit der Turm ist. Ja, ich brauche ein modulares Baupad, ein manuelles, um herauszufinden, dass der Turm gebaut wird und wie der Turm gebaut wird. Und da ist der Turm gebaut. Aber schon komisch im Jahr 3000, dass das mit einem Klemmbrett noch gehen muss. Okay, Turm fertig. Und daneben gesprungen, jawollo. Jetzt will ich wissen, wie das mit dem Turm geht. Keine Netzverbindung. Stimmt sogar, hat er recht. Jetzt hat er Netzverbindung. Starten. Wir haben es geschafft. Es kommen so viele faszinierende Daten herein. Wir haben vollen Zugang zu allen Teilen der Station, die noch funktionieren, auch wenn es leider nicht allzu viele sind. NDU, kannst vom Bildschirm des Funkturms aus auf die Schalttafel der Station zugreifen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir eine Reparatur planen. Oha. Erstmal gehen wir hoch und gucken uns an. Geht's nicht noch höher? Mann. Guckt mal. Der Blick auf unsere Industrien von hier ist schon ganz cool. Der steht perfekt in der Mitte, um die verrückten Sachen, die wir gebaut haben, anzugucken. Also coole Fernsicht hat's ja, muss man mal sagen. Ich überleg, wenn in 10 Jahren nicht, kann man bis da hinten gucken bei solchen Spielen. Weil die Performance einfach noch cooler wird. Also vom Detailgrad, was man sieht, die Anlagen, die einzelnen Sachen, der Rauch. Schon super. Und YOLO! Ich kann auf die Schalttafel zugreifen. Das wollen wir doch noch machen. Kommunikation öffnen. Notreparatur des Rumpfes. 2000 Baumaterial. Starten wir. So, wer liefert das? Ah, wir. Okay. Das heißt, wir liefern jetzt hier die ganze Zeit Fracht. Ah, und dann kommt erst die Verkaufsplattform. Das heißt, es braucht noch eine ganze Weile, bis wir die allgemeinen Rumpfreparaturen haben. 7000 Baumaterial brauchen wir dafür. Verkaufsplattform 2000. Laderaumerweiterung. Reparatur von Solarmodulen. Okay, kostet aber alles nur Baumaterial. Das heißt, grundsätzlich könnte alles fertig werden. Was sagt denn unser Netz aktuell? Bist du überlastet? Unser Netz ist am Anschlag. Es könnte aber auch sein, dass das hier am Anschlag ist, nur diese Plattform. Wartet mal. Dass wir hier nochmal gucken müssen. Wie kommt man echt nur damit rauszoomen? Oh, scheiße. Wo ist der Funkturm? Hier. Nee, der zieht ja gar nichts. Achso, der Turm ist wahrscheinlich extra. Der ist einfach hier mit dran, nicht? Funkturm, er hat 10 Megawatt.
Aber schaffen wir doch, oder? Also ist es rot, was markiert ist, oder ist es rot, was rot ist? Ich glaube einfach, weil wir da gerade dran sind, nicht? Aber ich glaube, wir können das alles gerade liefern. Ich sehe zumindest keine Unterversorgung, oder? Die irgendwie rot wird. Oder die irgendwas überschreitet. Ich frage mich halt, warum das hinten so krass wackelt. Das muss ja eigentlich die maximale Verbrauchsmenge darstellen, die in dem Netz gebraucht werden könnte. Das wäre ja hilfreich. Nicht? Denn, also es fehlt noch ein dritter Wert. Nicht aktuelle Produktion, aktueller Verbrauch, sondern auch maximal möglicher Verbrauch. So kann man doch gar nicht planen. Also klar, ich kann jetzt alles händisch zusammenzählen, aber wenn der Wert hier natürlich nicht fix ist, sondern einen Maximalwert hat, wäre es halt schön, den zu wissen. Ja. Und vor allem die Ansicht, vielleicht auch eine andere Anordnung irgendwann. Weiß ich ja nicht. Okay. Also die liefern jetzt ständig Baumaterial. Das ist hier drin. Wir haben 14.000, ach, stimmt, wir liefern. Ja, guck mal, wir haben hier mehr als genug für die gesamte Reparatur da oben schon produziert. Pff. Deswegen produzieren die auch die ganze Zeit. Ah. Wir bräuchten noch einen Weg nach oben, kann das sein? Eigentlich entweder hier hoch. Oder eigentlich hier wieder hoch. Ne? Null. Noch ein. Ich glaube, das ist richtig. Noch 13. Bis hierhin können wir, glaube ich, noch herstellen, ja. Ist noch nicht hoch genug. Krass. Einen kriegen wir noch hin. Hoch mit dir. Und dann Rumsi-Dumsi. Einmal Ramsi-Damsi. Und da das das höchste. Nee, das wird nicht das höchste, nicht? 1, 2, 3, 4, da muss noch eine drüber. Entweder machen wir es nochmal so. Oder wir machen es. Gut, in die höchste muss ich wahrscheinlich. Oh, nichts mehr da. Ganz selten. Dann könnte man nämlich hier abgehen. Ich habe nicht mehr genug Platten. Aber Platten kommen hier doch irgendwo an. Können wir doch sicher abgreifen. Nee, Stangen. Wo Platten? Eins drüber, was? Oh, ich hänge. Dann können wir die doch hier kurz abgreifen. Ja, man kann E gedrückt halten, das ist praktisch. Okay. Kommen wir hier erstmal jedenfalls hoch. Sehr gut.
Und jetzt wollen wir 6 von den Dingern bauen, die jeweils 3 Eingänge haben. Das heißt, wir müssen einen Verteiler... Okay, das ist ja ein Verteiler. Oh. Der kann 2 auf 2 gehen. 6 sind doof, nicht? Stimmt, 6 sind doof. 8 wären gut. 6 macht gar keinen Sinn. Das heißt, ich würde sagen, da gucken wir nochmal das Raumschiff an, wie es zu unserer Raumstation fliegt oder gerade zurückkommt. Ist eine coole Ansicht auf jeden Fall. Und wir bauen das in der nächsten Folge und dann sind wir in Technikstufe 4.